So, Leute, willkommen zurück zu Infestation Survivor Stories. Oh, Sniper, Blazer, Blazer, Sniper, Blazer, Sniper. Daniel, ich bin rausgerannt. Ja, renne jetzt. Hab gesehen. Bete zu Gott, dass das klappt. Bete zu Gott, dass das klappt. Bete zu Gott, bete zu Gott. Ich hab dich lieb, Gott. Bitte sei lieb zu mir. Oh, Sniper. Zombie. Oh, hier ist eine Lootkiste. Was habe ich bekommen? Oh, ne, die 3, Alter. Die könnt ihr euch sonst wohin stecken hier. Oh, Sniper. Also, da ist jemand auf guter Laune mit Sniper. Oh, oh. Ich habe keine Nahkampfwaffe und das sind Zombies. Ich häng fest. Daniel, ich glaube, ich muss die Zombies erschießen. Hinter dir, Zombie. Naja, da muss ich erstmal rumrennen. Mach ihn kalt. Was mache ich jetzt? Weiß ich nicht. Zumindest nähern wir uns ja langsam der Mitte. Ja. Weißt du was? Schon die ich bin lebensmüde. Oh nein, Zombie, 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 Zombie. Moment, Moment. Hau ab. Nee, gut. Na, ich mach schon. Ich hab hier gerade ein Date mit Daniel. Zombie. Kannst hier. Oh! Okay, okay, ich renn vor. Ich renn vor. Geronimo, I love you so. Bum 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 bum. Geronimo, 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 Geronimo. Oh mein Gott. Was denn? Das Grunzzieh überall. Bist du in die Post reingegangen? Ja. Nein, oh, da ist jemand drin! Echt? Ja. Kommt der raus? Der hat einen Sniper. Der hat eine Shotgun. Jetzt weiß er, dass ich hier. Der hockt da, der schaut da um die Ecke immer wieder. Der hat eine Shotgun auf jeden Fall. Verdammt, ich bin tot! Nein! Ich will nicht tot sein. Tot sein ist scheiße. Oh, er bewegt sich, okay. Ja, ich kann da auf jeden Fall nicht reingehen in der Post, sonst bin ich gleich tot. Das stimmt. Auf jeden Fall hat er gehört, dass hier draußen einer ist und der wird sich auch nicht rausgetrauen. Nee, der wird auch nicht rauskommen. Also Post reingehen ist schon mal eine kacke Idee. Nie wieder. Och Mann. Ich glaube auch nicht, dass der einzigste Spieler ist. Nein, hier in der Gegend sind ungefähr 10 Spieler, Alter. Ja, denke ich auch mal. So, jetzt brauche ich eine neue Waffe. Super, und ich habe keine Munition mehr. Standard. Oh, da hinten schießt noch einer. Standard und BMG. Oh, Daniel. Oh, weißt du was? Ich bin jetzt verrückt. Er aus der Post hat wieder geschossen. Daniel, ich bin jetzt sehr verrückt. Weißt du was? Ich nehme meine M107 mit. Ah. Da oben auf dem Dach hüpfen welche. Oh, ich gehe jetzt voll Gear, Alter. Richtig gut equipped. So. Machen wir es halt so. Und ein Katana, komm, ey. Jetzt, Daniel, jetzt gehe ich richtig gut bewaffnet raus, ne? Sag ich dir gleich. Ob das so gut ist? Nein, natürlich nicht. Ich werde weinen, ich weiß es jetzt schon. Aber, hey, irgendwann muss es zum Einsatz kommen. Jedenfalls ist da oben auf dem Dach auch einer. Der ist die ganze Zeit immer hochgesprungen. Aber der mit seiner Shotgun kann da bis dahin nicht schießen. Und ich höre seine Schritte, wie er sich hier drin bewegt. Ja, das ist scheiße. Und er hat bloß das eine Fenster hier hinten um die Ecke, da werde ich bestimmt nicht rumrennen, weil dann sieht mich der eine oben auf dem Dach. Und von der Seite, wo du reingegangen bist, will ich auch nicht hingehen. So. Wir sind auf Server 11, oder? Ja. Gut. Daniel, ich lock mich jetzt mit meiner Sniper ein. Dann machst du aber vom Weiten her. Oh nein, das war aber, glaube ich, der Charakter bei Campus. Oh nein! Oh, Ivan! Daniel, ich werde sterben. Ich hoffe, das ist ein Problem für dich. Ah, ich bin auch tot. Oh, was ich habe ihn aber auch getroffen, einmal.
Ja, hast es versucht. Zombie kommt. Ja, los, hau ihn, Zombie. Hau ihn, hau ihn. Ach, scheiße. Und noch ein Zombie kommt. Los, hau ihn, hau ihn, hau ihn. Hau ihn. Naja, von meiner Waffe wird er nicht mehr viel haben, weil ich habe fast die ganze Munition verschossen gehabt. Also, Daniel, ich renne jetzt nach Clearview. War das jetzt der, hatte der einen Bauarbeiterhelm auf? Das ist gut möglich. Der hat auf jeden Fall eine Seiga oder sowas gehabt. Okay. Und ich bin daneben. Nee, der gerade, der hat mich nicht mit einer Schrot erschossen. Also, ich habe jetzt eine M107 einstecken, Leute. Eine M107. Ich traue mich irgendwie nicht. Nee, mach das nicht. Ich werde weinen, ich weiß es und ich werde es bereuen, aber scheiß drauf. Mein Mädel ist ja wieder. Ja, lock dich ja wieder schnell ein. Ja, ich gucke erst mal, was für eine Waffe ich mitnehme. Oh, ich habe kein Entfernungsmesser dabei. Kacke. Was nimmt denn die Honey-Dings hier für Munition? Danak. Ah, gut. Alles klar. Die hat nämlich keine Munition dabei. Also wenn ich jetzt sterbe, Leute, ist es der beste Beweis, dass gehackt wird. Wenn ich jetzt einfach tot umfallen sollte. Ja, jetzt nehme ich eine Taschenlampe mit als Nahkampf. Also ich werde nicht mein einziges... Boah, ja. Die ist ja richtig geil, die Taschenlampe. Die ist ja richtig hardcore, habe ich gehört. Ich habe noch 2 Splittergranaten. Ja, cool. Die bringen aber nichts. Ja, eben. So, jetzt werde ich mal sehen. Nee. Ach. Ja, Schutzweste. Na gut. Da haben wir ja dann. Ich habe eine Schutzweste, ich habe einen großen Rucksack, ich habe einen K-Style-Helm. Ich habe alles mit. Einen großen Rucksack, ich habe ja noch 1 Liter Wasser, den werde ich jetzt auch mal mitnehmen. Wo ist denn Clearview? Clearview ist auf der Seite. Gut, Daniel, ich fange jetzt gleich an zu snipen. Ja, mach ruhig. Ich werde sterben. Ich muss mich hier noch ein bisschen. Mach schon. Immer schön. Ich werde so sterben. Vor allem, ich weiß halt nicht, wie viele Meter ich jetzt weg bin. Das ist das Problem, Daniel. Ich habe kein Entfernungsmesser dabei. Das heißt, ich muss einen Schuss machen, damit ich weiß, auf wie viele Meter ich schieße. Das ist natürlich blöd. Surfer 11. Aber da habe ich mich wieder ein bisschen blöd angestellt. Normalerweise hätte ich den töten können. Ich war ja hinter so einem VW-Bus. Ich sag jetzt mal einfach VW-Bus. Und ich habe ja gesehen, wie der von der anderen Seite um den VW-Bus rumkam, weißt du? Aber ich habe wieder ein bisschen mehr gezögert wahrscheinlich und ich weiß es nicht. Ich bin einfach schlechter PvPer. Wenigstens stehst du dazu. Ja. Schade, dass man sich nicht mehr auf den Baum hochbacken kann. Ja, das kenne ich auch noch. Habe ich nie hingekriegt. Mir hat es mal einer gezeigt. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Wie so ein Affe ist da auf so einem Riesenbaum. Da oben. Ich habe es dann versucht, ging nicht. Ich würde aber gern irgendwas erwischen mit der M107. Meinetwegen kann ich danach sterben. Hauptsache, ich töte einen. Ja, meine Sniper, die ich geschenkt bekommen habe von... wie hieß er noch? Kovac. Also Kovac. Bishop. Bishop Kovac. Die werde ich auf jeden Fall im Part 50... werde ich die auf jeden Fall raushauen. So, jetzt muss ich erstmal... Ist ja nicht lang bis dahin. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich bin. Auf jeden Fall habe ich schon mal, ich bin an der gleichen Stelle wie vorhin. Bob muss wieder hier gerade rüberlaufen, dann bin ich schon wieder da. Und über dem See schwimmen. Wie Clearview oder was? Wer auch immer das ist, wir sind gerade in der Aufnahme. Daniel, wo genau bist du? Na, ich bin wieder neben Campus und muss jetzt bloß wieder da. Das heißt, ich lade wieder ein? Oh, ja. Alter, der Server ist übervoll, Daniel. Ja, ne. Ich glaube nicht, dass es gut ist, hier weiter drauf zu bleiben. Meinst du? Vielleicht, wenn so viele drauf sind, vielleicht erwische ich dann ja auch mal ein. Oh ja. Ja, das ist komisch. Weißt du, jetzt habe ich eine dicke Sniper im Petto und kein Schwein läuft mir vor die Linse. Doch, da auf dem Dach muss da einer sein. Ja, das sag mal ihm, dass er mal aufstehen soll. Der will aber nicht. Ach, da hinten bist du. Oh, Daniel. Ich sehe dich laufen. Ich dich auch. Hi.
Wow! Sniper! Sniper! Ja, Vorsicht. Obwohl, wenn sie dich jetzt erschießen, könnte ich dich schnell looten. Dann hätte ich einen Sniper. Schießt du? Nein. Das war ich nicht. Ja, ich sehe einen. Moment. Wo? Hier auf unserer Seite? Oh, Alter, Schrot. Von wo kam das? Die M107, das war ich. Ach so, das heißt, ich dachte, das war ich. Daniel, der ist zwischen mir und dir. Ein kleiner weißer Baum ziemlich nah an der Küste. Scheiße, der umläuft mich. Daniel, Hilfe. Daniel, Hilfe. Ja, ich sehe den aber nicht. Der umläuft. Wenn er dich umläuft, müsste er sich ja bewegen. Aber ich... Nein! Fick dich, du kleine Mistgurke, Alter! Scheiß Russenwichser, Alter! Warte, ich bin mal tot. Der steht da und lootet mich. Fuck! Ich wusste, das ist eine kacke Idee gewesen. Jetzt liegt das, danke, Andiesen, wegen der Sniper und so. Aber ich habe den einmal voll erwischt mit der M107. Das weiß ich. Aus nächster Nähe. So 100%. Ist er bei dir und lootet noch? Nein, der lädt gerade die Sniper nach. Und der steht immer noch in der Nähe, ja. Ich sehe den nämlich nicht. Die Straße runter müsstest du eigentlich bloß ja, ein bisschen laufen. Ja, ich weiß, ich bin ja schon ziemlich nah. Ich sehe dich nicht. Jemand hat auf ihn geschossen. Ich war das. Ach so, auf die Barrikade? Nee. Ja, auf den Baum. Ah, da ist er. Ach, kacke, Mann. Ich hab meine Sniper verloren. Wo war der? Den hab ich wieder. Wo war der? Oh, jetzt reicht's, jetzt reicht's. Jetzt reicht es einfach nur noch. So, was habe ich für Munition? Der wird mich bestimmt gleich wegsnipern. Das lasse ich mir jetzt auf keinen Fall bieten, Alter. Das lasse ich mir nicht bieten. No. Oh, hinter mir kam der. Hab ich gar nicht bemerkt. Ich habe nur Schritte gehört. Bist du tot? Ja. Ach, das sind mehrere. Sniper. Ey, das sind mehrere. Das, na, dann ist klar, dass ich keine Chance habe. Das sind ja mehrere. Ah, ich habe den einmal. Ich habe mich gerade richtig. Der eine hat hier einen roten Totenkopf an seinen Namen hier dran. Ich habe mich gerade richtig blöd angestellt. Ich habe den einmal mit der Sniper erwischen wollen. Einen perfekten Schuss, weißt du? So schön mit der Sniper. Warum habe ich nicht gleich auf Sturmgewehr gewechselt? Verstehe Gott. Ja, so schnell. Das war uns aber klar, wenn du den Sniper mitnimmst. Da musst du echt weit auf Abstand bleiben mit der Sniper. Also vor allen Dingen mit der M107 kannst du ja bis zu 1 Kilometer weit schießen. Ich weiß. Ja. Ja, hier tut sich nichts mehr. Bist du... was sagt die Zeit? Wieder blöde Frage, ich weiß, aber was sagt die Zeit? 13 noch was. Okay. Also... Ja, das war jetzt wahrscheinlich zu kurz, genau. Jetzt muss ich einfach... Daniel leckt ein bisschen. Oh ja, ich höre es auch. Was ist das? Dann machen wir hier lieber einen Schnitt und prüfen das mal. Und sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Investation. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, Leute, macht's gut.